I can be that guy you saw on the news. Leute, herzlich willkommen zu der zweiten Folge Klaro Proof. Viel Zuckerrohr gefunden. When you light it up, it's a mess. When you tighten up, when your world seems so much bigger than you. You're at your best when you make it up, it's a test. And I shake it up, I'll be lying if it all comes true. Oh, you stuck in your head now, but I'm asking you to give it up, cause I know you've been alone for too long. I can make it tea the way you like, do this together, call it life. Oh, you got worries now, but I'll stick around till they're gone. Oh, you don't need to worry now. Jo, Leute, herzlich willkommen zu der dritten Folge Klaro 5 mit der Drachenkeule. Hallo ihr Lieben, hallo Torbs. Jo, Sprachen lernen, Bubble. Wie geht's drauf? In 3, 2, 1. Oh, falsch. Ich hab das eigentlich verlassen. Egal, passt. Ja, ich hab mal den Donner geguckt, wir sind jetzt alleine. Die anderen, die Nachstatter sind schon gegangen, die hatten keine Lust mehr auf uns. Ein Dump für uns alleine, ein ganzes Server für uns alleine. Ja! Das hört sich ja schön an. Oh ja. Und ja, wir haben ein Gesprächsmal für heute und zwar. PvP-Tricks. Ja! uns beide. Da kann ich. Ja, von uns beiden besonders. Also, mir muss man echt viel lernen, kann man echt viel lernen, muss ich sagen. Also, ja. Vor allem, wie man es schafft, in Wasser zu sterben. Ja, also ich. Erste Weisheit von mir, halt euch von Wasser fern. Wasser ist böse. Wasser erwischt euch an falschen Momenten. Ja, ist ganz wichtig, immer vom Wasser fernhalten. Oder wenn man halt Wasserläufer hat, sollte man schon Wasser benutzen, weil dann hat man halt den Vorteil gegenüber denen, die halt keinen Wasserläufer haben. Und sonst, ja, es kommt halt darauf an, was man halt für ein Spieler ist. Also ich bin zum Beispiel einer, der halt viel mit Blockhead spielt. Das ist ein Dungeon, also. Waren wir schon, oder? Hier ist ja unser Gang. Ja, und dann muss man halt. Okay, passt. Dann muss man halt seine. Ach Gott, sein Movement halt auch einfach immer verbessern mit WASD halt so ein bisschen rumspielen, dann wird man auch irgendwann gut in PvP. Und ja, baut euch vielleicht nicht nach oben einfach so. es ist so passiert, es ist nicht so, dass ich irgendwie Fluss eingesprungen wieder nach unten bin, ich habe mich nach oben gebaut, da im Bado, und mich immer mal zu einer Wasserfälle gestoßen. Ich habe vergessen halt, dass irgendwie Minecraft ein unlogisches Spiel ist und ich hätte ja einfach über mich zubauen können. Mhm. Habe das aber nicht gemacht und irgendwie aus Panik wollte ich dann irgendwie durch ein Loch schwimmen, was einmal ein Meter Loch und man hat halt nicht durchgepasst. Irgendwie. Mhm. Ja, ich war zu unfähig dafür einfach, ich konnte irgendwie gar nichts machen, auch nicht graben. Ich weiß es nicht, das ist halt nicht schon ewig, ja, das ist halt einfach peinlich gewesen. Ich kann mich anders machen. Und ich werde da immer darauf angesprochen, yo, das ist doch der Typ, der ertrunken ist. Ja, jetzt bist du halt bekannt als der Typ, der ertrunken ist. Ja. Aber nun gut. Dann weiß man zumindest, dass der. Dann gehen zumindest halt viele Leute auf dich und ich kann halt die auf dich gehen, halt von hinten halt immer drauf hitten. Und vielleicht, da gibt es ja die Chance, dass. Ein Jahr vergisst zu getten. Ja, so ist er. Mir darf man halt Angst zum Deppen, das Leben ist schon passieren. Und der Spezialist ist halt gut gedacht. Ja, und sonst halt immer muss man halt den Schaden, den man kassiert, halt einschätzen können und dann halt auch immer im richtigen Zeitpunkt getten. Also lieber zu früh als zu wenig. Und sonst. Oh, Dias. In der Tat. Oh. Ja, so nutzen nebenbei ein paar Dias. Junge. Feier ich. Wie viele? 10, wir können uns 2 Helme machen. Jawohl. Alter, let's go. Wir haben jetzt 10 insgesamt wieder. Oh Gott, es läuft, es läuft. Ja, und sonst. Ich muss mir dabei irgendwie diese Dienst-Eisenarts machen, weil ich baue jetzt einen Ofen. Weiß nicht, wo du bist, wir haben ziemlich Ich bin einfach nur hier den Gang, hab einfach nur weiter geradeaus weitergebaut. Ja, und sonst ist es halt einfach, man muss sich mit seinem Equipment halt vertraut machen und. Halt das benutzen, was man mit dem man halt am liebsten auf. Was man halt am liebsten mit welcher Maus oder mit welcher Taste man halt am liebsten spielt. Also ich habe zum Beispiel halt sehr gerne die Firma Logitech, da ich mir zuerst die Maus gekauft und fand die einfach klasse und dann
kam es halt vom einen aufs andere dazu, dass ich mir dann halt auch die Tastaturen auch halt gekauft habe. Und die fühlt sich jetzt auch sehr, also für mich sehr schön an, und dann müsst ihr halt einfach die Firma raussuchen, die euch halt passt. Na, ihr müsstet Logitech raussuchen, hallo Placement und so, weißt du? Nein. Also Logitech, ihr könnt uns schreiben, nein, Spaß. Ja, das könnt ihr gerne machen, aber... Ah, bitte, wir brauchen das Geld, wir sind arme kleine Leute. Das sind Klepper. Willst du sehen? Ich mach den fertig jetzt. Nein. Du bleibst hier. Nein, ich mach das. Hier, du stirbst dran, Alter. Wenn du dann stirbst, dann... Ich kann nicht dran sterben, oder? Ich hab Rüstung. Doch, du kannst dran sterben. Doch, man kann daran sterben. Also jetzt hier Revi Varo 3. Der auch Full Iron hatte und ist an den Creeper gestorben. Okay, ich trau mich nicht, ich lass mich mit. Hilfe. Lass ihn einfach. Also wenn er mal regnet schon. Oder wir haben halt Full Dia und dann passt das auch schon. Ich trau mich, okay. Torn, machst du. Oder ich trau mich nicht. Der Creeper ist zum Start. Ja, aber sonst... Ich tue so ein bisschen noch die Seiten so ein bisschen anbauen. Schauen. Sonst ist es halt einfach auch jahrelange, ja, also auch einfach nur üben, also jeden Tag so eine Stunde oder für zwei halt spielen. Und dann wird man auch schon und dann halt immer halt probieren, mit welcher Tastenkombination fühlt sich das halt am besten, am sichersten für euch an, PvP zu spielen. Ja, das Wichtigste ist halt Spaß zu haben, so an sich. Ja, und dann halt Spaß. Also nicht unbedingt immer auf Krampf versuchen, weil dann klappt sowieso nichts, sondern halt wirklich spielen. Oh. Das ist doch nicht Spaß, schön wieder Dias, der sechste Quelle. Falsch. Oh Mann, ja, ich glaub dich einfach nur gerade aus. Ich bin der Dias-Spielhund von uns beiden. Ich glaub einfach wirklich halt nur den Gang geradeaus und finde Dias. Ja, aber. Sonst eben, man muss halt für sich das passende ja. Es kann nicht wahr sein, also ey, X war im Dia-Paradies oder was hier los? Was, wenn wir uns verlaufen, können wir sich einfach so tolle Namen raushauen, fällt mir dann drauf, weil wenn Dings, oder? Nee, du musst ja einfach nur gerade. Oder? Ja, ich weiß nur, wenn wir uns verlaufen. Ja. Oder ich mich verlaufen. Alter, ich hab jetzt. Ich hatte schon wieder Dias. Ey, was ist das los hier? Hab ich jetzt einfach schon wieder X. Hab ich schon X-Ray an oder was ist da los? So der Computer flüstert dir zu. Hey, Korn! Bisschen Live-Blöcke nach vorne, einen nach links, das sind Dias. Psst. Ja. Also ist ja nicht mal feierlich hier, wie ich krass ich gerade Dias finde. Also ist ja unfassbar. Ja, ich, aber so, ich habe wie so ein Trottel die Seiten entlang und finde nichts. Ja, aber sonst, aber wenn du dich in die Seiten einfach reingibst, dann findest du auch Dias, die ich halt nicht gefunden habe. Jo, eh. Und sonst kann ich halt einfach euch, also wir sind halt einfach keine PvP-Spezialisten, da müsstet ihr bei anderen Leuten fragen, die halt bitte besser sind. Aber sonst, ja, es ist halt einfach Übung. Jedes Spiel ist halt einfach Übung. Ich kann zum Beispiel Shooter überhaupt gar nicht spielen, weil ich einfach mit der Schnelligkeit einfach nicht hinterher komme, und da ist halt Minecraft nochmal für mich das entspanntere Spiel. Oh, ich habe hier eine Riesenhöhle. Oh, nice. Soll ich zu dir kommen? Ja, kannst du machen. Ich würde dann auch schon mal das nächste Rüstungsteil craften. Also soll ich noch Eisen sammeln oder nicht mehr? Eigentlich brauchen wir das nicht mehr, oder? Ja, brauchen wir eigentlich nicht mehr wirklich. Doch, für Amboss, wir brauchen ja viele, okay. Im Meta gehen ja viele Amboss Sachen. Oh, Alice hat jetzt auch gejoint. Moin. Party! So, dann komme ich mal mit zur Höhle. Ja. Höhlen sind gefährlich. Jetzt ist klar, welche fast in der Hexe gestorben in der Höhle mit Skelett halt. Ich hatte ein halbes Herz und mein Puls war auf 180 gefühlt. 180? So, dann zack. Zack, und stell mal wieder auf das Ganze. Mitten in der Höhle den Enchanter? Wir haben ja hier genug Platz, sag ich mal so. Ja, passt. Dann stell mal die Öfen nochmal auf. Die Öfen müsste ich holen, oder hast du sie auch aufgesammelt? Du hast sie, ich hab sie nicht aufgesammelt. Muss ich nochmal zurück, warte. Ja, okay.
Weil ich habe noch ein bisschen Eisen und Gold. Ja. Da. Soll ich jetzt als letztes drei mache ich einfach noch einen Helm und dann passt das. So, wir haben schon einmal Full Deer und einmal drei Viertel Deer. Was? Oh, wieder ein Viecher. Tschüss. Ja, das sind halt so die einzigen Sachen, die wir als überhaupt gar nicht PvP, krasse PvP-Spieler euch halt geben können. Also ihr müsst euch halt wirklich, wichtig ist halt, dass man halt sich eine Technik, PvP-Technik aussucht, mit der man halt für sich am besten spielen kann. Und dann halt sich natürlich mit dem Equip, das, was also man ich hat. Ich habe Stacks. Okay, krass. Einfach Blöcke. Leucht bei dir. 45 Gold, also können wir sehen. Dann müsst ihr halt Äpfel fahren und dann. Alter Maschine. Der Goldsammler. Ja, Gold ist ja wichtig. Also da haben wir uns abgesehen. Möchtest du schon mal das Full Deer haben? Ist egal. Also. Na, nimm du es, du hast es dir geholt, also das ist dir erfahren. Ja, ich leg dann noch die Hose noch hin und hat's. Nee, hat's aber mal nicht. Ich will das nur noch an. Okay, warte, ich hol noch den Öfen jetzt vorbei. Also dann ist halt ewig lang. Okay, sehr gut. Wo bist du? Ich bin hier hinten. Alles gut, das Alter. Ganz gut. Du die Öfen jetzt aufstellen? Öfen einfach aufstellen und dann mal gucken, was wir noch braten können oder schmelzen können. Wir haben hier in der Höhle 4 Eisen, auch 4 Gold. Okay, gut, ich dachte schon, jetzt wäre ja anders gewesen. Hier die Hose. Jo. Da habe ich die schon eine. Hast du mir schon die Hose? Das waren 2 Hosen gegeben. Okay, dann gib mir die eine wieder, lol. Doppelt Hosen. Jetzt brauchen wir halt das Hose und Schuhe hast du mir gegeben, oder? Ja. Okay, passt. Und du bist Full Deer, oder? Ja, Full Deer habe ich. Boah, Maschine, Alter. Wir haben echt guten Stuff, so Folge 4. Ja. Das ist echt nice. Ich schau kurz, was wir noch. Wir haben halt hier noch weitere Lava sehen, was sehr gut ist. Jo. Ja, und das hast ist halt. Hast du schon eine Tier-Spezialität gemacht oder nicht? Wen, du weißt schon. Doch, die Epic X habe ich ja schon, deshalb haben wir auch schon den Enchant da schon. Ja, stimmt, das ist ein Argument. Hier ist noch 6 Gold. Ja, warte, ich schau nur kurz. Und ich hab 20 Eisen, warte. Dann mach ich nämlich einen anderen noch Eisen rein. Ja, mach's mal. Passt. Du bist wohin die dann der Höhle? Ich bin hier gerade einfach nur die Höhle gerade auf. Durch. Warte, ich komm gleich wieder. Ich erkunde sie kurz. Soll ich die andere Richtung gehen? Oder soll ich den? Pass auf, ich pass auf, was ich mit dem Hund. Ja, mach mal, aber halt ich von dem geht okay, auch nicht so viel. Warte, hier ist noch was. Hier ist auch nur noch Eisen. Skelett ist da. Oh, ja, okay, dann. ADLP, was denn jetzt? Es geht jetzt ab. Okay, du hast auch Full Deer. Wow. Oh, ernst jetzt? Ja, du. Ja, ernst jetzt. Wow. Alter, komm. Ich bin dich wieder zurück. Alter. Geil. Alter. Was für ein nice. Da bin ich ein nice Stuff so. Zack. Rapp und haben was. Ey. Jetzt mal, jetzt kann ich mir noch ein. War Tierbrust noch, oder? Doch, ein Tierbrust hast du doch schon. Haben wir doch schon LS gemacht. Nein, also stimmt, ich soll ja mich anziehen, oder? Hast du ja gesagt. Ja, aber wir können ja mal einen kurzen Screenshot machen für uns. Ja, wir haben noch einen kurzen Screenshot.
so verstehe? Jo, natürlich. Einmal lächeln bitte. Bestzeit, ja. Nice. Sehr, sehr geil. Das ist echt geil. Oh Gott, ich hab mein Hemd ein bisschen HP gehört. Was? Ja, eben. Egal. Ich mach mal kurz eine Kiste. Mal kurz ein bisschen Crap reinschmeißen können und mal kurz verzaubern können. Aber also auch nur noch Dias wegen Schwertern, oder? Ja, aber auch ein bisschen Dias für Rüstung, wenn wir genügend finden. Jo. Ich habe die Höhenrichtung mit dem Hunde, das ich wart hat, dabei. Also bist du links gegangen, nicht jetzt noch rechts wieder das. Ja, da, weil da war ich auch schon in der Richtung. Da war nicht mehr. Ach, du warst schon überall? Okay. Zack. Ich bekäme direkt Protection 2. Lol. Auf die Brustplatte. Das ist nice. Ja. Sehr nice. So, ich will mein Lapis, okay? Ja, ich hab Lapis, alles gut. Gib mir mal, Vom Zombies, aber. Ja, okay. Sollen wir das so zubauen? Vielleicht um sie nicht nerven. Ja, ich mach mal hier ein bisschen zu. So, hab zugebaut. So, jetzt kommt sie nicht durch. Haben 23 Eisen, wie viel Eisen hast du noch? Ich habe Eisen im Ofen reingetan. Also ah, okay, bauen wir noch. Bauen wir noch mal ein bisschen was ab. Ich guck mal, was ich bekommen habe. Ich bekomme Blast Protection und Protection. So, brauchen wir noch ein bisschen Eisen? Ja, ein bisschen. Wir brauchen noch 8 Eisen für Protection 1. Bann auf Arthropods. Fire Protection, nochmal Protection. Power 1. Protection 1. Ach, scheiße, auf die anderen Bannen kann. Ich da noch zu. Und nochmal Protection. Ich bin auch mal im Protection Buch schon mal. Projectile Protection. Nochmal Protection aufs Buch. Einmal Sharpness. Nochmal Protection aufs Buch. Okay. Ah, los, es läuft. Einmal Sharpness 1 und Protection. Ich könnte mir schon mal Full P2 machen. Mach das, oder? Hätte ich mal gesagt. Genügend Level habe ich dazu, also das wäre auf jeden Fall gar keine so schlechte Idee. Wie viele Level hast du jetzt? Ich hab noch 9 Level, von glaube knapp 17 oder 18. Ich hab 12 jetzt. Na, uns werden noch. Ich hab Dias! Nice! Du Maschine. Da waren noch welche einfach bei der Höhle. Die hab ich gar nicht gesehen. So. Müsste ich noch ein bisschen da lang laufen können. Ja. Waren glaube ich 5, wenn ich das gesehen hab. Jo, passt doch. Ja, voll die nice Höhle eigentlich. Achtung, aufpassen, wenn du zurückkommst. Ab ihn. Okay, ist auch dran, bitte. Ich brauch den Faden. Ich hab den Faden, okay. Soll ich dann schauen, was ich verzaubern kann? Mach das schon mal. Also Schwert noch nicht, oder? Also erstmal Schwert noch nicht, ja, erstmal Ausdauer. Sonst hat Puck was. Also ich geb dir mal die Dias. Hätte ich gesagt, warte, wo sind die hier? Hier ist ja. Ja, danke. Wunderschöne Dias. Gute Qualität. Mhm. Okay, Helm ist nichts, Artwolf Nidley. Ich zieh mir alles aus. Jo, ich schütze dich. Uns fehlen noch 3 Eisen. Da oben sind die. Also ich hab hier noch ein Eisen. Blot. Also ein Eisenerz, sorry. Ja. Protection 1 habe ich auf Schuhe. Ja. Sollen wir machen, oder? Ja, Protection 1 auf Schuhe. Habe ich auch Protection 1. Jawohl. Weil es gibt 1 und 2 Level, ein Protection 1 und 2 und 1 ist 1. Was soll ich nehmen? Einfach, das, wenn du ganz oben Port 1 bekommst, ist am besten. Also
die erste Stufe. Das sind ja zwei, also bei der ersten Stufe steht Potential 1, bei der zweiten steht auch Potential 1. Ja, das oberste, musst du immer denken, das ganz oberste gibt, kostet am wenigsten Level. Aber es ist kein Unterschied, oder? Das ist kein Unterschied, außer dass es halt das zweite kostet halt 2 Level und das dritte halt 3 Level. Die Hose ist halt Upgrade 1, das brauche ich nicht, oder? Nee, das brauchst du nicht. John Helm. Der ist auch so, wir haben den Amboss. Also ich habe jetzt Schuhe und Brust auf Potential 1. Okay, wir bauen mal kurz alles ab, denn wir werden gleich gekickt. Lol. Es wird so schnell, warte, ich soll hier. Da haben wir die Kohle, nehmen wir noch mit und legen das vor. Hier war gerade dran. Dann war's es. Jo. Bibi. Ciao. Jo. Bibi, Leute. Zieh mal deine Rüstung an. Deine komplette Rüstung. Warte. Jo. Und dann. Ja, nice. Und dann. Sind wir jetzt gekickt. Das war's von der Folge. Wir sind voll hier. Folge 4. Wir sind wohl hier, es läuft. Dann würde ich mal sagen, Leute, was ist mit dieser Folge? Lasst auf jeden Fall ein Like da, abonnieren nicht vergessen, Glocke aktivieren. Dann sehen wir uns bei der nächsten Folge. Tschüss. Ciao.